Ja, liebe Frau Meurer, wir sind ja heute hier im Albertinum miteinander zusammengekommen und Dresden vergibt zum ersten Mal die Ehrenmünze. Als Sie das gehört haben, ich werde Preisträger, was haben Sie gefühlt? Erstmal bin ich erstaunt gewesen. Mir hat ein Freund dann gesagt, dass der das ein bisschen angestoßen hat. Ich mache das ja schon 30 Jahre, weil ich überzeugt bin, dass es eine gute Veranstaltung ist. Und wenn wir jetzt mal bildlich gesprochen Ihnen mal so über die Schulter schauen, was war so und ist so in der Rückblende Ihr Lieblingsprojekt gewesen? Es waren ja nicht einzelne Projekte. Es waren ja immer diese Veranstaltungen, fünfmal im Jahr, diese Begegnung der Künste. Bildende Kunst, Musik und Literatur. Wir haben ja Kontakt durch die Musik zur Philharmonie, der Musikhochschule in Dresden, um den Studenten ein Podium zu geben. Und auch die Schauspieler vom Staatsschauspiel. Und das ist das Besondere. Aber 30 Jahre ist ja wirklich beeindruckend. Also Kompliment und wirklich großes Dankeschön. Aber was würden Sie sich für Ihr Ehrenamt-Engagement wünschen? Wenn ich so überlege, wer wird das weiterführen? Das ist ein großes Fragezeichen. Wird es jemand geben, der das wirklich so mit Herzblut macht? Es würden Lücken entstehen im Bestand, wenn wir heute nicht sammeln könnten. Also diese Mittel, die die Freundeskreise einwerben, sind für uns wirklich von ganz zentraler Bedeutung. Und das alles geht nur mit einem Engagement wie dem Engagement von Frau Meurer. Also vielen Dank von unserer Seite und wir brauchen euch, liebe Freunde.